Seit diesem Freitag gibt es die neue Serie von Matt Groening auf Netflix anzusehen. Was habe ich mich als großer Simpsons-Fan auf diese gefreut? Und damit geht es hier jetzt um die erste Staffel von Disenchantment. Die neue Serie der Simpsons- und Futurama-Macher beschäftigt sich mit der oft betrunkenen Prinzessin Bean, die es in ihrem Königreich nicht so wirklich einfach hat. Im ständigen Streit mit ihrem Vater und ohne Mutter eilt ihr ihre Bekanntheit immerzu voraus und es fällt ihr schwer, neue Menschen kennenzulernen. Aber zum Glück trifft sie eines Tages auf den Elfen Elfo, der dem Elfenland den Rücken gekehrt hat, und den Dämon Lucy, der sie heimsucht. Und so stürzt sich das Trio in immer neue Abenteuer. In einer Welt mit prostituierten Feen, schweineverzauberte Prinzen und auch singenden Walrossen, bei der man nie so richtig weiß, welche skurrile Geschichte als nächstes um die Ecke biegt. Ich meine, jeder kommt doch irgendwann an einen Punkt in seinem Leben, wo er rausfinden muss, wo er ist, oder? Puh, ich bin echt ein guter Schlachter. Dies ist eine Tierhandlung. Das ist dieses seltsame Gefühl, dass ich nicht im Schnaps ersaufen will. Das ist Hoffnung. Ich habe eine echt blöde Idee. Wieso ist sie blöd? Oh, schon gut, ist klar. Ich bin so stolz auf dich. Ich bin nicht Schwimmer. Ich bin Elfo. Die erste Staffel von Disenchantment hat 12 Episoden, die zwischen 27 und 36 Minuten lang sind, hat eine Altersempfehlung seitens Netflix von 12 Jahren und ist seit diesem Freitag, den 17. August 2018, dort anschaubar als Netflix Original. Matt Groening, also der Schöpfer von Futurama und den Simpsons, hatte schon 2016 angeblich mit Netflix darüber verhandelt. Und nun ist also diese erste Staffel raus, rund um eine betrunkene Prinzessin in einem Königreich, das nach und nach zerfällt und eher etwas erwachsener daherkommen kann als Futurama oder die Simpsons, was jetzt nicht dazu führt, dass man irgendwelche extrem derben Dialoge hätte, aber immer wieder diesen typischen Simpsons-Humor. Und da muss ich vorne ranstellen, dass ich diese erste Staffel sehr, sehr mochte und auf jeden Fall eine nächste sehen will. Nicht nur, weil die Episoden aufeinander aufbauen und es eine fortlaufende Geschichte zur Abwechslung im Vergleich der Simpsons gibt, auf die man sich dann freuen kann, wie das Ganze weitergeht, damit aber auch gewisse Twists und Geschichtsstränge einhergehen, wo man sich dann auch immer wieder fragen kann, okay, könnte ich jetzt erahnen, welche Richtung als nächstes geht? Und mir ist persönlich nicht so ging. Und auf der anderen Seite muss ich auch sagen, ich bin großer Simpsons-Fan seit den Kindheitstagen und bis heute. Da, wo viele sagen, die Simpsons sind nicht mehr das, was sie mal waren, sie hätten ihren Humor verloren, muss ich ganz ehrlich sagen, vielleicht liegt es auch am Konsumenten, weil jeder, der als Kind die Simpsons geliebt hat oder Jugendlicher, ist nun mal im Leben vorangeschritten und die Sichtweisen von ihnen und ihr haben sich vielleicht auch verändert und die Ansprüche auch an das, was man konsumieren möchte. Und irgendwo dazwischen wird sich vielleicht die Wahrheit finden, aber das ist natürlich für meine Ausgangsposition wichtig, dass ich sage, noch heute kaufe ich mir sofort jede neue Staffel der Simpsons, wenn sie digital verfügbar ist, und freue mich über jede neue Episode. Und deswegen ist auch genau dieser Spirit, den ich in Disenchantment wiedergefunden habe, der mich dazu gebracht hat, diese 10 Episoden fast komplett hintereinander zu gucken und einfach Spaß zu haben. Ihr seht also schon, ich persönlich habe mich über diese Serie sehr gefreut und freue mich über jede mögliche Fortsetzung an dieser Stelle. Woran liegt das? Beim Fazit reden wir über die einzelnen Dinge und deswegen erst einmal kurz über den Cast reden, der in der deutschen Version, irgendwie habe ich die in Anführungszeichen nicht Macke, aber ich gucke natürlich vieles sonst immer bei Pressevorführungen auf Englisch, dass ich die Sachen rund von den Simpsons machen immer irgendwie in der deutschen Synchro gucken will. Ich weiß gar nicht warum, aber ich finde sie hier soweit ordentlich gesprochen. Aber ich mag vor allem dieses Konstrukt der Hauptfiguren. Auf der einen Seite Bean zu nehmen, als junge Prinzessin, die mit ihrem Vater ständig streitet, die traurig ist, dass ihre Mutter nicht mehr da ist und so viel hätte gerne von ihr wissen wollen, in einem Königreich lebt, in dem sie als Prinzessin bekannt ist und deswegen immer das Problem hat, dass niemand ihr zu nahe kommen will, wenn man sonst den Zorn des Königs fürchten muss und deswegen einfach einen tierischen Hang zum Alkohol hat und sich deswegen ständig dauernd zulaufen lässt und auch Drogen nicht abgeneigt ist, ist das eine Tonalität, wo ich mir sage, okay, okay, und nach der Ansiedlung in der Jetztzeit der Simpsons, mit Ausnahme einzelner Episoden, aber auch in der Zukunft im Futurama, nimmt sich also Matt Groening das Mittelalter vor. Und damit ist Disenchantment immer wieder auch eine Serie, die gegen Serien wie Game of Thrones stichelt. Aber grundsätzlich mag ich den Mittelalter-Look, die Klänge und die Musik mit mittelalterlichem Stil, die damit verbunden sind. Und mittendrin eben diese Prinzessin und ringsrum um diese eben Prinzessin, die sich gar nicht so klischeehaft benimmt, wie man das normalerweise machen könnte in diesem Stand, einfach ihr Abenteuer zu erzählen. Kurzum, ich mag Bean, aber
vor allem aufgrund der Ergänzung des Trios, weil Elfo an ihrer Seite, ein Elf, der im Elfenland, wo alle ständig fröhlich sind und Süßigkeiten herstellen und immer wieder happy reinschauen, ja so ein bisschen grimmig, nur verhältnismäßig daherkommt und sagt, das ist doch irgendwie nicht das Leben, ich fühle mich nicht so richtig hier geborgen und deswegen ist er einer, der eben dort raus will und sich in die große, weite Welt wagt. Und wenn die beiden zusammentreffen, in Kombination mit Lucy, einem Dämon, der immer eigentlich als Katze eher bezeichnet wird in der Serie, der eigentlich die Prinzessin heimsuchen soll, ergibt sich einfach eine Geschichte von drei Konstrukten, wobei Lucy als vermeintlicher Dämon gar nicht so böse ist, sondern eher den Part der reinen Wahrheit übernimmt, die allein aber schon böse wirkt und man dadurch immer wieder auch Dinge rausarbeiten kann im typischen Simpsons-Stil, die man einfach so mal als kleine Lebensweisheiten platziert. Muss ich persönlich sagen, ich mag dieses Dreierkonstrukt rund in einer Welt, in der es eben prostituierte Feen gibt, verzauberte Prinzen, Walrosse, die singen und andere verführen und immer wieder Figuren auftauchen, wo du sagst, okay, das ist ganz schön freaky. Und wenn die Serie dann selbst zitiert durch mit Hilfe eines Einwohners von Dreamland, eben diesem Königreich, in dem Bienen lebt, dass es doch schön wäre, mal irgendwelche klaren Regeln zu haben, was in einer fantastischen Welt Zauberei ist und womit man rechnen kann, was auf keinen Fall passiert, dann hat man eben viele dieser kleinen Seitenhiebe auf andere Genreserien und genau dafür mag ich eben diesen Stil. Und das fühlt sich eben alles so nach Mittelalter an und ich mag auch diesen Look, wenn wir zur Kamera rübergehen, in diesem Mittelalterstil, dieses Gezeichnete, was auf der einen Seite immer an die Simpsons erinnert, aufgrund der Augen und der Gesichtserkennung, wo du sagst, das ist genau das, wie wir es zum Beispiel auch von den Simpsons kennen, aber trotzdem dann diese etwas rougher gezeichneten Mittelalterhäuser und das Schloss, was dazu kommt, gefällt mir dieser Stil auch mit einem richtig knackig kurzen Intro immer versehen, wo gefühlt nach 7 Sekunden jede Episode lang geht, man gar nicht so schnell Intro überspringen drücken könnte auf Netflix, finde ich das ganz cool und dieses Ambiente eben in Dreamland selbst und dem Königreich ringsherum, sodass wir uns in einem Fantasy-Reich befinden mit Mittelalter-Touch, mag ich als Szenenbild. Die Musik ist dementsprechend oft frisch und mit saftigen Klängen so angehaucht, aber immer mit so einem leichten Mittelalter-Touch, was die Instrumentewahl angeht und Kostüm und Make-up ist eben genau dieser Zeichenstil, den wir von Groening kennen, bis hin zu Elfo, der die gleiche Hose-Shirt-Kombination wie Bart Simpson trägt und deswegen immer auch so ein bisschen eine klare Erinnerung in diese Richtung ist, haben wir eben auch noch andere Referenzen, so wie dass alle Menschenfiguren 5 Finger haben, alle anderen Wesen aber nur 4. Und nach den Simpsons 1989 und Futurama 1999, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich mich darauf gefreut, hier ein neues Experiment in diese Richtung zu sehen. Weil wenn man mich fragt, was finde ich gut an das Enchantment? Ich mag die Figuren, ich finde die Serie hat etwas Frisches. Ich mag dieses Setup eben im Mittelalter. Es ist kurzweilig anzuschauen, weil diese 10 Episoden gehen echt schnell. Ich habe damit gerechnet, als ich mir dann am Freitagmorgen, weil um 9 sind immer die Releases in Deutschland bei den neuen Netflix-Sachen, dachte ich, okay, warten jetzt hier 20 oder 24 Episoden auf mich. Habe ich vorneweg nicht recherchiert, war dann ganz überrascht an dieser Stelle. Dadurch, dass die Geschichte, und das ist ein ganz wichtiger Knackpunkt, glaube ich, zusammenhängt, erzählt ist in diesen 10 Episoden, gibt es immer wieder auch Momente, wo man sagt, okay, jetzt gibt es hier wirklich Entscheidungen, Charakteren so oder so umzugehen, was vielleicht auch so eine Anspielung auf andere sein könnte, aber gibt vor allem hinten raus so ein Ende, wo ich mir sage, okay, wie geht das jetzt hier weiter? Und das ist man nicht unbedingt gewohnt von Matt Groening an dieser Stelle. Wir haben diesen typischen Simpsons-Humor, den ich persönlich liebe, der immer wieder auftaucht und durch die ein oder anderen Twists, muss ich ganz ehrlich sagen, habe ich nach 10 Episoden das Gefühl, mir zu sagen, okay, wie geht diese Nummer jetzt weiter? Und ich will einfach mehr sehen. Wovor will ich eher warnen? Grundsätzlich haben wir das große Thema, wenn man den Humor des Simpsons oder Futurama nicht mag, auch diesen findet man konserviert in Disenchantment wieder. Der oder diejenige, die damit nichts anfangen kann, wird auch bei dieser Serie wahrscheinlich sagen, okay, was ist denn das jetzt hier? Das ist vielleicht ein bisschen zusammenhangslos erzählt oder hat vielleicht nicht die Tiefe, die man erwartet oder wie auch immer. Und so findet sich eben auch diese Zeichentrick-Animationsserie so auf dem Mittelweg zwischen nicht unbedingt für Kinder geeignet, aber auch nicht hart genug für Erwachsene wieder, aber mittendrin, wo ich persönlich sage, das sehe ich gerne und da muss ich ehrlich sagen, klar, es gibt Luft nach oben, aber es ist das konserviert, was ich gerne mag und mir erhofft habe und so bekommt von mir die erste Staffel von Disenchantment definitiv sehenswerte 7,5 von 10 möglichen Punkten. Ich glaube auch, dass sie generell eher polarisieren wird und einige sagen, ey, fand ich richtig cool oder andere werden sagen, oh, überhaupt nicht mein Ding, ist es dein Ernst, Robert, dir 7,5 Punkte zu geben, aber es ist meine Wertung an dieser Stelle und ich freue mich da einfach noch mehr erleben und sehen zu dürfen und hoffentlich geht das Ganze dann weiter an der Stelle. Okay, was sagt ihr denn zu dieser ersten Staffel von Disenchantment? Habt ihr überhaupt schon reingeschaut? Ich finde übrigens auch die Exposition in der ersten Folge recht gut gelungen, indem man die drei Hauptfiguren so ein bisschen aneinander führt, dass man sich auch für Elfo genug Zeit nimmt, diese heranzuführen. Das mochte ich persönlich, weswegen auch hier die längste Episode mit 36 Minuten zusammengekommen ist, die dann wirklich 10 Minuten länger ist als die meisten anderen Episoden. Und somit bin ich einfach wahnsinnig gespannt, was ihr dazu sagt. Habt ihr Disenchantment gefeiert oder so gar nicht euer Ding? Oder sagt ihr, wow, nach 2, 3 Episoden wusste ich überhaupt nicht mein Ding? Übrigens hat man auch so nach 2 Episoden schon so ein Gefühl, ob man sich die ganze Staffel angucken will. Über all eure Meinungen bin ich gespannt in den Kommentaren und somit bedanke ich mich fürs Reinschalten und wünsche euch ganz viel Spaß beim Serienschauen.